Güterwagen rollen über einen Ablaufberg. In Oberhausen-Osterfeld-Süd das tägliche Brot. Der Rangierbahnhof gehört zu den großen im Ruhrgebiet und ist ein wichtiger Umschlagplatz. Rund 20 Güterzüge werden hier täglich rangiert und wieder neu zusammengestellt. Bereits seit 1891 gibt es diesen Rangierbahnhof. 1905 wurde er Ausgangspunkt für die Güterstrecke nach Hamm. Hier immer noch im Einsatz die gute alte Bundesbahn V60. Für schwerere Rangierarbeiten und Übergaben sind Lokomotiven der heutigen Baureihen 294 und 295 zuständig. Alles, was heute Rang und Namen hat, ist hier vertreten, alt und neu. Zu den alten zählt die Baureihe 140. Auch in Oberhausen ist sie selten geworden. Im Bahnbetriebswerk Oberhausen-Osterfeld-Süd ist auch die Baureihe 232 beheimatet. Bis Mitte 2011 waren hier Ludmillas planmäßig unterwegs. Heute gibt es nur noch Sonderleistungen. Auffallend ist der große weiße Latz, der auf die Ausrüstung mit dem niederländischen Zugsicherungssystem hinweist. Während sich 151.003 vor der Wartungshalle sonnt, ist die Dieselkonkurrenz auf dem Vormarsch. In ihrem Herkunftsland Kanada wird sie als Class 66 bezeichnet, bei der DB als Baureihe 247. "31 Lokomotiven hat DB Schenker Rail von diesen Lokomotiven im Einsatz. Sie stammen von der französischen DB AG-Tochter Eurocargo Rail. Am Güterbahnhof entlang verlaufen die Strecken Duisburg-Dortmund, nach Bochum und nach Hamm. Richtung Dortmund ist dieser Güterzug unterwegs. Am Rande des Rangierbahnhofs hat die Dampflok-Tradition Oberhausen ihr Domizil. Schon im Außengelände finden sich viele museale Schätze. V216 ist von vielen Sonderfahrten weit bekannt. Die Ende der 50er Jahre gebaute, 2700 PS starke Maschine ist eine der letzten im Originalzustand. Frische Fristen hat dieser ehemalige Postwagen. Er dient jetzt als Wasserwagen für die Dampflokversorgung. Als Lady von Bismarck wird sie bezeichnet, 41360. Schon seit 1977 ist sie Vereinsmitglied und das Vorzeigestück der Oberhausener.
Erst seit kurzem gehört 01 1100 zum Bestand. Die DB-Museumslokomotive wird nun in Oberhausen in eine neue, betriebsfähige Zukunft starten. Wünschen wir dazu alles Gute.